herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf fettspielen.de. Heute mit dem zweiten Teil von meinem City Rises Let's Play. Rising City, nicht City Rises. Meine Güte. Zu viel Alkohol gestern, glaube ich. Also, mit meinem Rising Cities Let's Play. Das Spiel von Big Point. Beim letzten Mal war ich gerade dabei, mein Rathaus aufzubauen. Wie ihr sehen könnt, habe ich das hier jetzt schon hingebaut. Auf Stufe 2. Und habe auch meine Stadt schon ein klein wenig vergrößert. Ich habe hier jetzt ein Sägewerk gebaut. Und habe hier auch schon ein E-Werk. Meine Stadt ist ja auch schon ein bisschen gewachsen. Ich sammle hier gerade schon mal die Miete ein. Hier baue ich gerade ein modernes Bauhaus. Das wird jetzt gleich dann irgendwann fertig sein. In 2 Minuten und 26. Hier habe ich gerade ein bisschen die ganzen Sachen frei gemacht. Da baue ich jetzt ein paar Verschönerungen hin, damit meine Leute, wie ihr hier oben sehen könnt, ein bisschen glücklicher werden. Schließlich soll sich hier auch jeder wohlfühlen. So, da baue ich hier diese kleinen Büschchen hin. Unsere Stadt soll grüner werden. So, was mache ich denn als nächstes? Also ich habe hier die Quests, dass ich als fortschrittliche Gebäude bauen soll. Das bin ich hier gerade am tun. Was kann ich hier denn sonst machen? Einen Surfer wählen. Noch ein fortschrittliches Wohnhaus. Da habe ich gerade noch nicht genug Geld für. Was haben wir denn hier? Eine kleine Farm. Die braucht einen bestimmten Baugrund, nämlich das Ackerland. Dafür muss ich nämlich aber erst hier was kaufen. Und das kostet wieder ein bisschen was. Ich könnte das natürlich direkt neben das Sägewerk bauen, wenn das passt. Da habe ich aber auch nicht genug Geld für. Okay. Dann, was haben wir hier? Einen kleinen Gemüseladen. Okay, Vitamine machen glücklich. Ah ja, okay, die machen glücklich, verbrauchen aber Strom. Gut, das brauche ich jetzt aber gerade auch noch nicht. Dann baue ich einfach mal ein paar Straßen weiter. Denn wir sind ja schließlich im Stadtzentrum, da brauchen wir nicht auf Ackerwegen fahren. Da können die auch ruhig Steinstraßen bekommen. So. Leider benutze ich nicht genügend City Credits. Na, das ist natürlich ärgerlich. Dann muss ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen warten. Wir können hier ja mal ranzoomen und uns. Wir können nur rauszoomen. Gut, dann können wir nicht ranzoomen und das Ganze von näher angucken. Also es, mittlerweile sieht man hier schon, da sind ein paar mehr Autos unterwegs. Vor allem, wenn man Straßen baut, wird das Ganze gleich ein bisschen wuseliger. So, ich sammle wieder das Geld ein. Wie lange braucht das hier noch? 25 Sekunden. Na gut, das ist nicht mehr so lange. Das kann ich noch abwarten. So, baue ein fortschrittliches Wohnhaus. 14, 13, 12. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass man so lange warten muss. Man kann das natürlich alles beschleunigen. Das möchte ich jetzt aber gerade eigentlich nicht, weil es halt Geld kostet. Ja, ansonsten finde ich, ist meine Stadt schon ganz schön geworden. So, ich lasse da jetzt einen Kapitalisten einziehen. So, Quest erledigt. Ah, manche Wohnhäuser haben also verschiedene Bedürfnisse. Und jetzt gibt es Wirtschaftsketten. Also, der Bedarf danach ist hier. Das Gewerbegebäude kann den Bedarf erfüllen. Das benötigt Produkte. Die Produkte kann man entweder kaufen oder erwerben. Okay, gut. Das heißt, jetzt wird das Ganze hier ein bisschen wirtschaftlicher. Also, Bedarf nach einem kleinen Gemüseladen. So, den haben wir gerade schon gesehen. Der war hier. 250, die habe ich jetzt natürlich gerade nicht. Hier kann ich noch ein Gebäude platzieren. Dann wird das gleich alles noch ein bisschen schneller. So. Das baue ich dann jetzt mal. Das dauert auch 15 Sekunden. Genau. Dann kann ich zumindest schon mal wieder ein bisschen schneller Geld verdienen. Das brauche ich nämlich, um hier gleich weiterzukommen. 48 Leute habe ich. Ich soll hier für diesen Quest gerade 150 Einwohner bekommen. Und bekomme dann einen Espresso. So, fertig. Hier darf wieder der Kapitalist einziehen. Da habe ich dann nämlich auch eine höhere Miete. Und das, was ich gerade brauche, ist Geld. Wer kennt das nicht? So.
Jetzt habe ich immerhin schon mal 78. Ich könnte jetzt natürlich auch noch Waren verkaufen. Dann kriege ich auch noch mal Geld. So, hier verkaufe ich doch mal das. Wie viel verkaufe ich? In der Lage habe ich 52. Dann verkaufe ich doch mal 40. Dann bekomme ich 10. So, 360 bekomme ich zurück. Erstellen. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich hier dann das Geld gutgeschrieben kriege. So. Und wieder auf die Mieten warten. So, jetzt kann ich hier wieder was produzieren. Start. Hier gehe ich wieder Mieten einsammeln. Okay. So, hier dauert es noch 12 Minuten. 2. Wie viel kriege ich da? 9 von 12. Na gut, klar. Ist noch kein Bedarf gedeckt. Nun ja. Ich vermute mal, dass ich hier jetzt wieder ein bisschen länger warten muss. Deswegen würde ich hier erstmal wieder einen Stopp machen. Das ist also so ein kleiner Zwischenschritt. Wie ist meine Stadt jetzt gerade gewachsen? Ihr seht, ich habe ein Rathaus, ich habe das Elektrizitätswerk gebaut und hier unten sehe ich gerade, wird was angezeigt, das Holz ist verkauft. Super, 400 habe ich bekommen. Damit kann ich euch direkt zeigen, wie es weitergeht. Da muss ich doch nicht aufhören. Und zwar baue ich dann jetzt hier das Bedarfsgebäude. Genau. Und direkt daneben baue ich dann nochmal das hier. Zusätzlich werde ich dann die anderen Häuser verschieben, weil die haben ja keinen Bedarf danach. Das heißt, ich kann hier dann viel besser auch noch diese guten Gebäude bauen. So. Ja. Schieben wir mal dahin. Das schiebe ich mal dahin. Und dann kann ich hier nochmal. Ah, jetzt habe ich natürlich kein Geld. Das ist wieder typisch für mich. So, das hier ist jetzt angeblich nicht an eine Straße angeschlossen. Das kommt mir aber komisch vor. Das muss ich dann nochmal kontrollieren. Ist doch an der Straße. Was haben wir denn? Ach, die Straße muss in die richtige Reihe, in die richtige Richtung liegen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das sehe ich natürlich ein. So, dann baue ich hier doch nochmal eine Straße. So, immer mal ein Feldweg. Das ist nicht billiger. Wir sind hier ja auch an einem Budget gerichtet. So. Dann werde ich hier jetzt wieder so die Gebote ansehen. 7 Tage, 23. Ah ja gut, das ist also gerade für 23. Dann habe ich aber gerade viel, viel, viel zu günstig verkauft. Jetzt habe ich aber leider gerade nichts mehr in der Lagerhalle. Da muss ich erstmal wieder produzieren. So, hier dich. Ich kann dich hier gerade nicht bauen, weil ich habe nicht genug Holz. Na, hätte ich doch mal das Holz nicht verkauft. Nun gut, dann muss ich wohl wirklich erstmal warten. Also habt ihr jetzt gerade zumindest noch gesehen, wie es weiterging. Tja, die Stadtplanung geht weiter. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann auch mit einer, ich vermute mal, Vergrößerung meiner Welt. Denn langsam wird das Ganze hier ja schon ein bisschen eng. Ja, und von daher, bis zum nächsten Mal. Ich bin Julian, ihr habt euch das Let's Play für Rising Cities angeschaut. Ihr könnt das Ganze spielen auf fettspielen.de und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.